Herzlich willkommen bei Station to Station. Und in der heutigen Folge geht es weiter mit einer neuen Welt, Flint Hills. Ich bin gespannt, was das Spiel für uns noch an Überraschungen bereithält oder an neuen Features. Und ich starte direkt rein. Beende das Level mit mindestens 1200 Dollar. Löse einen Stapelbonus aus, indem du eine Industrieaufbauenkarte auf einer Baustelle einsetzt. Aha. Gut, Baustellen habe ich ja in der letzten Folge rausgefunden, dass man etwas wird gebaut, aber nicht was. Industrie aufbauen. Bergzug. Was sollte ich machen? Löse sofort. Aha. Ein Bahnhof an der Baustelle kann man nicht setzen. Ein Stapelbonus. Stelle, Baustelle. Wir gucken erstmal, was wir haben. Was wird gebaut? Das sind Baustellen. Kann ich hier schon? Ah. Gut, jetzt kommt so ein Random-Faktor dazu anscheinend. Von mir aus. Wir gucken mal. Ah, da müssen wir noch hoch. Dann lieber hier. Bergzug. Aha. Das gibt Milch. Dann eher so. Ah, ja, aber da können wir da hinten rum ran. Das ist in Ordnung. Tja. Ja, ich kann es jetzt noch gar nicht so richtig einschätzen. Ich werfe es jetzt mal so. Wähle ein Gebäude aus, um es zu bauen. Okay, 3. Ja. Okay. So, neue Gebäude, die kommen jetzt von alleine. Ach nee, es gibt nur Baustellen. Und dann neue Industrie aufbauen. Ja. Das heißt, ich kann mir jetzt aussuchen, wo irgendwas hinkommt. Okay, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich verbinde hier erstmal fleißig Sachen. Hier wird irgendwas gebaut. Ja, wir könnten jetzt... Hier ist noch eine Käserei. Die Stadt schließe ich zum Schluss an. Da können wir schon mal den Bahnhof setzen. Die letzten Häuser, die es gab, habe ich damit abgerissen. Das machen wir zum Schluss. Was passiert denn, wenn ich das hier hin mache? Und dann einen Bergzug? Gibt's günstigere Brücken? Nö. So hundertprozentig durchschaut habe ich es noch nicht. Aber ich verbrasel jetzt erstmal ein bisschen mein Geld.
Ja, ist egal. So, ach was. Passagier. Wieso habe ich denn die Stadt jetzt schon angeschlossen? Ich Nase. Oh, nee. Okay. Also, dann bauen wir hier mal ein Stahlwerk hin und bauen hier eine noch ein Stahlwerk hin. Und bauen hier eine Werkzeugfabrik hin. Und bauen hier ja, geht mir jetzt das Geld aus? Was habe ich mir jetzt dabei gedacht? Hier kriegen wir es noch günstig hin. Und dann bauen wir hier einfach ein Bergwerk hin. Wie gefällt mir das? Ich weiß noch nicht. Aber so richtig irgendwie gefällt mir das hier noch nicht. Da müssen wir die beiden miteinander verbinden. Das heißt, das hilft uns nicht. Oh, so viel Geld habe ich nicht. Werkzeug. Industrie aufbauen, Eisenmine. Na, immerhin. Billigere Gleise, billigere Brücken. Gut, dass wir gewartet haben. So, wo haben wir denn überhaupt noch eine Baustelle? Hier oben, die gibt es sogar gratis. Bergwerk. Ja, auf 1200 komme ich damit aber nicht, mit dem, was ich hier mache. Und jetzt fehlen noch zwei Gebäude. So, das sind nur die beiden. Okay. Kreuzung. Ja. Ich bin verwirrt. Wie finde ich denn das jetzt? Also, was hätte ich denn besser machen können? Gehen wir mal ins Recap. Ich habe eigentlich gedacht, ich verbaue erst die Industrien und dann die Zulieferbetriebe, aber das Stahlwerk nimmt schon Kohle. Also war das Quatsch. Es wäre besser gewesen, erst alle Kohle und Eisen zu bauen, dann die Werkzeugfabrik und das Stahlwerk als mittleren Part dann zum Schluss. Dann mit einem schweren Güterzug und man hätte tatsächlich sehr, sehr große Stapel Boni abgreifen können. Ich denke, das wäre durchaus von Vorteil gewesen, aber das war ein Denkfehler, das gebe ich offen zu. Okay, nicht schlimm, wir haben zumindest die Sternaufgabe geschafft.
Ja. Okay, spannend. Es gibt also immer noch weitere Ideen. Und ich würde vorschlagen, die nächste dieser spannenden Ideen gucken wir uns in der nächsten Folge an. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zur nächsten Folge von Station to Station.